Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Ach, die schießen in die Luft, ne? Far Cry 4. Oder schießen die gezielt? Ah, ne, die schießen auf den Adler. Und ich dachte mir, was du heute mal machen kannst, was bestimmt viele Leute mögen, ich will in die Schandarena. Und dort vielleicht direkt auf Rang 10 aufsteigen. Ich weiß ja nicht, ob das möglich ist, so schnell. Ich glaube, das ein bisschen länger dauert. Ja. Und mal gucken, wie das da so wird. Also bestimmt Zuckerschnecken nicht. So. Ach, hier ist noch ein Propaganda-Poster. Ist natürlich weg erstmal. Was ist das? Ach, das ist die Jagd. Bist du lebensmüde? Es geht darum, die Gegner in der Arena zu besiegen, nicht als lebendes Ziel für sie zu agieren. Was? Ach, Jagd, Vorräte. Wir sind nur. Kriege ich da eigentlich dasselbe, ne? Was habe ich da davon? So. Ach, jetzt muss ich wieder zensieren, ne? Hallo. Ja. Ich, das ihr zensiert auf YouTube, von daher, ha? Interagieren. Was? Kämpfe. In der Arena gibt es keine Allianzen zwischen den Teams, nutze dies zu deinem Vorteil. Lass sie gegeneinander kämpfen? Nein. Im Endlos-Modus musst du gegen zahllose Wellen von Feinden begegnen und in was für Herausforderungen musst du mindestens 3. Ich weiß es nicht. Rang 10. Nein. Kämpfe. Shannat Arena. Ja. Verbinde dich mit der Companion-App. So krank eigentlich. Bereitet euch auf den Anblick eines blutigen Schlachtfelds vor! Und ich habe nur so einen Revolver, ne? Ich habe null Ahnung, wer hier Feind und wer hier nicht Feind ist. Oh, hi. Und ich habe auch gar keine Waffen, ne? Oh, doch ein Molotow jetzt. Okay. Das ist wahrscheinlich echt noch so das Beste. Nein! Oh, ich hasse... Das hasse ich an Far Cry so richtig mit den Spritzen. So. Zum Glück nimmt er die Munition auf. Was ist das eigentlich hier für Farbe? Kann er eigentlich ins Publikum schießen? Da passiert nichts, interessiert ihn nicht. Tja, wer braucht das schon? Ja, ja. Junge, 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 Junge. Sieht aus, als hätte ihm die Eröffnungsrunde keine Probleme bereitet. Die Eröffnungsrunde war auch nicht das Problem. Runde 2 wird eher das Problem. Der erste ziehen wir schon weg. Oh, okay. Nein! Wo krieg ich eigentlich die Spitzen immer her? Ich sammle die gar nicht. Hab ich das Gefühl. Oh, ist das ein Schrot gewesen? Nee, ist es nicht. Na, okay. Oh, hi. Kann ich eigentlich die Kamera nutzen? Nein. Wäre auch ein bisschen bescheuert, wenn ich hier markieren könnte. Arena-Punkte kriege ich ja auch für Headshots. Na, okay. Neben der Tatsache, dass ich immer Headshots versuche. Die Schalter sind jetzt für eine neue Welt
Okay. Oh, was kommt jetzt? Die ersten mit Schrot finden, na toll. Letzte Runde? Ja, ja. Ich finde das auch schon ein bisschen krank eigentlich, das Ganze hier. Muss ich jetzt so sagen. Ach, eine Schrot finde ich hier. Was? Sieg! War jetzt auch nicht so schwer. So, Standard Arena. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das hier machen muss, aber... Ich will Rang 10! Wettet viel und wettet hoch. Nur noch einen Augenblick, bis da... Warte mal, kann ich? Platziert eure Wetten. Ja, ja. Okay. Schweine? Deren Ernst? Schweine? Vor allem, die halten ja auch was aus, ne? Oh, hi. Cool. So, hi. Hey. Kann ich hier eigentlich auch Takedown? Ich glaube, das gibt sogar die meiste Muni wahrscheinlich. Oh. Mal gucken. Ah, nachladen. Ja, es gibt so viel wie ein Headshot, okay. Oh, nett. Die Dinger hier sind das immer. Ey, die müssen doch krank sein, ganz ehrlich. Ja, will ich natürlich auch machen. Ich glaube, es gibt nichts Bescheuerteres, was man in seinem Leben machen könnte, habe ich das Gefühl. Naja, außer Planking auf, heißt das Ganze nochmal hier? Balkon. Heißt das Planking? Das heißt doch Planking, ne? Das Banking, keine Ahnung. Irgendwie dieses Video, die sich gerade hinlegen. Gerade hinlegen, das klingt doch ein bisschen bescheuert. Okay. Ich habe ja Granaten, ne? Ja. Oh! Oh, war jetzt nicht sonderlich schwer. Ja. Ich glaube, endlos ist besser, oder? Kann das sein? Da kann man einfach direkt mehr Punkte machen. Oh, ich habe eine andere Pistole, die ist aber gleich genauer. Ich meine, irgendwann hat man dann ja so viele Punkte, dass man... Ey, so viele Waffen meine ich auch, dass es quasi kein Problem mehr ist zu kämpfen. Ketten-Takedown. Kein Ketten-Takedown. Ah, ich habe eh noch keine. Nee, na AK. Das ist für den Start natürlich immer ganz gut, aber es gibt halt bessere Waffen. Doch. Oh.
Oh. So. Was? War mit Kopf? Da war irgendwas. Ich weiß nicht, was ich darauf gesammelt habe. Ja, 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 ja. Jetzt stirbst du! Sagt wer. Was ist denn hier? Oh, so ganz viele Dinger. Oh, Waffen. Mit denen ich natürlich auch was anfangen kann. Noch mehr Medikits. Mein Wecker! Jetzt stirbst du, stimmt. Dass mein Wecker gerade mitten geklingelt hat, so. Ach, Hunde. So, Mist. Wobei wahrscheinlich die Expo schlimmer ist, ne? Gefühlt. Was ist denn das? Wieso ist denn das jetzt schon so vorbei? Ich glaube, ich muss rein. Das Ding ist, ich habe keine Muni. Ja, ja. So, was haben wir denn da? Na toll. Typen, die brennen, sind immer scheiße. Ui. Oh oh. Ui, ui, ui. Nein, nein, nein. Scheiße, ey. Das, also die Muni war gerade das größte Problem, ganz eindeutig. Das hat man gesehen. Boah, dass das immer so nervig ist hier mit der Ansprache. Also ganz ehrlich, ich finde diese Arena so ein Scheiß eigentlich, ne? Aber die Leute finden das ja immer so ganz lustig. Ja. Töten. So, ich brauche deutlich mehr Munition. Das ist also ganz wichtig. Weil ich dachte gerade, das wäre so ein Skin, aber. So. Messerwurf-Takedown. Na toll, na toll, na toll. Oh. Gut, 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 gut. Ich habe keine Muni, ist das Problem. Ich habe keine Muni. Ja, toll. Ja gut, Medipacks sind natürlich auch gut, aber... Ja, jetzt werde ich sterben. Das Nachladen, ne? Immer. So. Ich stelle mir das vor, dass wenn es sowas wirklich gäbe, ne, da würden wahrscheinlich sogar Leute hingehen. Glaube ich. Ach, noch mehr Muni. Jetzt geht es relativ mit der Muni zum Glück.
Kuh. Ja. Okay. Wo ist denn noch jemand? Oh, Kacke. Dein Ernst? Die Frage ist, was nehme ich denn? Ach komm, dann nehme ich das. Was? Hä? Nein. Oh, Kacke. Gar nicht gut. Ich weiß ja gerade echt nicht, wie das ist hier mit den explosiven Fässern, ob die immer wieder nachspawnen, aber... Natürlich. Oi. Da hatte ich ja Glück. Runde 5, Runde 5. Okay, Runde 5 ist so immer ganz nett, klingt das. Als hätte man was geschafft. Also ich sehe schon, es ist wichtig, sich rauszuhalten eigentlich. Relativ. Ja, das ist ein eindeutiges Credo. Okay, ja, ich weiß, dass es weitergeht. Na, ich hab dich doch getötet. Ja. Da ist schon eine bessere Waffe. Eine bessere Waffe. Oh, hi. Was? Oh. Sorry. Musste sein. Oh, Kacke. Ich hasse es, wenn ich brenne, ne? Komm, der löscht immer erst zu spät sein das Feuer. Ja, das habe ich nicht gemacht. Alle auf den Typen da oben, ey. Oh, hi. Oh. Nee. Gar nicht gut. So, das war knapp. Ich das hasse, wenn er, dass der immer die Spritze nimmt, ne? Ach, die kommen auch nicht jedes Mal aus allen Türen. Ah, die Türen sind schlimm, ne? Die Tiere meine ich. Honigdachs? Hast du es gerade richtig gesehen? Oh. Ja.
Schon mal schneller, mach schneller. Ich weiß. Ich muss mich ganz geheim anschleichen. Schwerer Takedown, sag ich mal. Ja, die Bison ist eigentlich scheiße. Ich mag die nicht so sehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil ich ja gedacht hätte, dass das irgendwann so, dass das halt vom Schwierigkeitsgrad immer weiter ansteigt und nicht so nur begrenzt ist, wie es derzeit noch scheint. Weil es halt trotzdem nicht ganz leicht ist, sagen wir es mal so. Das würde ich ja nicht behaupten. Mhm. Oh Gott, was kommt jetzt? Was sind das jetzt? Bossrunde. Oh. Die haben sich doch gerade gegenseitig gemacht. Ich will sagen, was du willst. Ah ja, da ist er. Was ist daran jetzt der Boss? Die gab's doch schon vorher. Mehrfach. Ja. So ist das halt. Nächste Runde. Falsches. Weiter geht. Ja. Irgendwann muss ich ja wohl abkacken, ne, aber. Okay, ihr Schätzchen, es ist Zeit für die nächste Runde. Oh. Gar nicht gut. Weißt du, was ich machen kann bis zur nächsten Folge?